guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird es nicht so gut für mich ausgehen, aber dafür haben wir abgemacht, dass es darum bald für mich umso besser ausgehen wird. Denn heute werde ich wieder komplett auseinandergenommen, komplett geplündert. Die Bianca darf jetzt hier am Rad drehen, darf sich hier einen Zettel ziehen, da steht da zum Beispiel Jacke drauf und dann dreht die das Glücksrad und kommt dann auf Gucci und dann bin ich pleite. Das hast du sehr schön erzählt. Ja, aber du hast gesagt, ich darf das dann nächstes bald auch mal machen, oder? Das stimmt. Wir machen es bei dir auch bald mal. Da freue ich mich sehr. Und wir haben das auch schon mal gemacht. Die beiden Teile kannst du mal in die Videos schreiben. Das stimmt. Die sind richtig böse ausgegangen. Also Gucci ist der einzige teure Shop. Zum Beispiel haben wir jetzt ja auch Kick, Zara, Nike. Also natürlich auch Shops. Nike ist zum Beispiel eine Marke, die würde ich gar nicht tragen. Privat jetzt. Achso, man muss noch dazu sagen, es muss nicht jeder Shop drankommen. Also es wird nicht weggewischt, sondern wenn ich Pech oder Glück habe, wie auch immer, kann auch jedes einzelne Teil von einem Shop sein. Aber Gucci wischen wir weg, wenn wir einmal Gucci haben, oder? Nö. Okay, nur eine Sache von Gucci. Wenn ich überhaupt Glück habe und draufkomme. Ja, stell dir vielleicht muss ja. Nur auf Kick. Ja, wäre auch krass. Und genau, darum gib jetzt mal einen Daumen nach oben, dann werden wir nämlich in dem Teil, den wir bei dir bald drehen, da musst du in dem Outfit das Video mit mir drehen. Oh, krass. Deal? Okay. Übrigens habe ich keine fettigen Haare, sondern ich habe die gerade frisch gewaschen, lasse die Luft trocknen bei diesem heißen Wetter. Wolltest du dich rechtfertigen, damit die Leute nicht sagen, fettige Haare? Ja. Oder willst du mal ziehen und ich drehe dann? Ich darf alles machen. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Okay. T-Shirt. Boah, geil. Okay. Achso, hatten wir nicht so eine Beschränkung, dass man maximal eine Minute Zeit hat, um sich das dann auszusuchen auf der Website? Dann nehmen wir das Handy. Dann mache ich Bildschirmaufnahme und dann wird da direkt Rambazamba reingeklüpselt. Nicht da, da. Du musst doch erstmal am Rad drehen, bevor du eine Marke hast. Du drehst gleich am Rad, mein Freund. Ja, das stimmt. Ich drehe ein Gucci-T-Shirt aus. Ich drehe gleich am Rad. Ja. Obwohl Gucci-T-Shirt wäre vielleicht noch. Boah. Kick. Puh. Mal gucken, was hier so. Boah, das wird ja nicht weggewischt. Besser hätte das Video für mich aktuell gerade nicht laufen können. So, ich drücke jetzt auf Start. Auf die Plätze, fertig und... Kick, hier, Damenbekleidung, bin ich schon mal... Oh, lad doch schneller, du Arschloch! Läuft! 56, 55, 54, 53, 52, 51... Halt die Schnauze! Oh, das tut mir aber leid. Boah, jetzt haben wir hier so einen Hänger oder was? Oh, das ist aber süß. Ich nehme einfach das allererste, finde ich irgendwie süß für den Sommer. 34 in den Warenkorb. Kann man noch einen Rabattcode oder sowas? Boah, 1,95 Euro Versand noch. Oh, das ist aber enorm. Geil. Cool. 6,94 Euro. So, bei 7 Euro, du, da bin ich doch noch mal ganz gut davon gekommen. Ich bin echt ein bisschen nervös. Ich versuche so, meine Kosten so gering wie möglich zu halten. Und dann kommen diese YouTube-Videos. Das fand's jetzt witzig, ne? Darf ich noch mal? Ah, ich muss erst ziehen. Oh, ich habe richtig Spaß. Wir ziehen einfach durch, ne? Ja, wir ziehen durch. Schmuck? Oh, geile Kategorie. Oh. Geile Kategorie. Okay, das heißt, ich muss eigentlich auch noch ein bisschen darauf achten, dass die Sachen zusammenpassen. Mhm. Boah, das ist schwer, ja? Das ist überschwer. Sag jetzt im Karton. Oh, das war ganz knapp. Uiuiui. Okay, Hauptend. Da mach ich doch mal kurz. Ich bin verblüffend gut drauf. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los! Okay, warte. Wie? Ich muss jetzt erstmal hier. Oh, Scheiße. Haben die hier Accessoires? Ist das Accessoires? Okay. Boah, ich wollte schon was fragen. Hast du das Bett gemacht heute Morgen? Ich rede nicht mit dir. Soll ich das Bett machen? Wo steht das? Willst du eine Rückenmassage? Schmuck! Schmuck! Ich habe Schmuck gefunden. Oh, ich habe Schmuck. Du hast noch 5 Sekunden Zeit. Oh, 5? Ich habe niemals nur noch 5 Sekunden Zeit. Doch, jetzt hättest du eine Rückenmassage bekommen. Was? Ich dachte dafür. Mann, Julian, verarsch mich jetzt nicht. Okay, ich nehme einfach diese Haarspangen hier. Ah. Nicht gut? Ich habe keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr. So Haarspangen habe ich noch nicht. Übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, wenn sie es nicht schaffen sollte, diese eine Minute, werde ich einen Teil aussuchen. Und das wird vermutlich nicht so schön aussehen und wird vermutlich einfach das günstigste aus dem ganzen Laden sein. Ich schreibe euch gleich, wie viel das Gesamtoutfit kostet. Ratet mal, was schätzt ihr, was das Outfit kostet? Es kann sein, dass Gucci nicht drankommt, ne? Ich bin gut drauf, ich bin verblüffend gut drauf. Warum bin ich nicht so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich. Hose! Was? Nee. Es geht jetzt um Hose. Hosen finde ich komplett überflüssig. Puh, schön weg mit dir. Oh, da gibt es eine riesen Auswahl. Das wird schwer. Jetzt warte erstmal. Ich gehe erstmal auf die Seite, okay? Nein, warum?
Kurz. Oh ja, ich habe echt Mitleid mit dir. Das ist komm, echt. Komm, langsam das Letzte. Das tut mir natürlich jetzt echt leid. Los geht's. Kleidung. Oh, mein Handy. Jeans. Warum? Jeans. So Jeans. Na, ich will mir eine kurze Hose aussuchen. Nein. Das ist alles zu sommerlich. Boah, geil. Die ist. Ah, nee, weiß zu weiß geht ja gar nicht. Scheiße. Die ist ein bisschen zu. Bam, 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 bam. So. Die Frau da war auch schön. Du musst auch noch die Größe auswählen. Du hast 10 Sekunden. 9, ach, Scheiße. 8, S, 7, in den 6. Einkaufswagen. Warum ging das jetzt so schnell? Ja, weil ich einfach gut bin. Oh, ich habe mir nicht angeguckt, wie der Popo da drin aussieht. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, schade. Oh, Mann. Oh, wie doof. Die Hose hier wäre viel cooler gewesen. Okay, ich will weiterspielen. Ich will nicht weiterspielen. Das macht wirklich so. Ich soll das Video einfach beenden und eine Runde Pool schwimmen oder sowas? Nee, okay. War ja nur eine Idee. Heute ist das Wetter übrigens sehr erfrischend kühl. Tasche. Ah. Oh, meine Gucci-Kategorie. Das wäre echt toll. So, dann öffnen wir mal die neue Bildschirmaufnahme. Warte, dann warte. Dann geht einfach los, würde ich nein. sagen, ne? Start. Ich bin schon am Auswählen. Oh, was ist das denn? Ah, hör mal auf mich anzurufen, du Ekel. Oh, die ist aber cool, die silberne. Ich finde die da cooler, die für 10 Euro weniger. Hör mal auf, geh mal weg. Lass mich in Ruhe. Lass dich nicht verarschen. Aber was nehme ich denn vor allem jetzt? Nicht Juli, sagst du mir mal eine Zeit? Du hast noch 22 Sekunden. Echt jetzt? Echt jetzt. Wirklich nur noch? Nee, das war jetzt ein Witz okay. der besonderen Klasse. Okay, soll ich die jetzt einfach nehmen? Okay, ich nehme die jetzt einfach, bevor ich... Die Tasche hätte ich gerne in der Größe M. Schon fertig, oder was? Ich bin fertig. Ich hab's mal wieder hingerockt, hab's mal wieder geschafft. Jetzt muss ich mir die erstmal angucken. Dum. Oh, was steht denn da drauf? Die ist ja auch voll klein. So ein auf Off-White wie die Dinger, ne? Und ich darf eine neue Kategorie ziehen. Okay. Was haben wir denn da? Oh, Schuhe. Ah. Ey, wenn du jetzt das nicht bestellst, lasse ich dich gleich im Tischtennis gewinnen. Okay. Okay, gut. Da hat meine Oma immer eingekauft. So, jetzt weil du eben warte. Ein bisschen zu früh warst, starte deine Zeit jetzt. Schuhe. Hausschuhe könnte ich mir bestellen. Die für 6,99. Oh, die hier. Nee, die ist für 6,99 da oben. Mach mal hoch. Die für... Geh mal weg jetzt. Wenn ich noch irgendwas anderes ach, die finde. Gelben Gummistiefel. Oder die finde ich auch schön. Die passen auch voll gut zur Tasche. Okay. In den Warenkorb. Du bist ein Arschloch. Ich dachte, du vergisst jetzt die Zeit und ich darf dir einfach ja. das... Ja. Wird auf jeden Fall ein lustiges Outfit. Boah, eigentlich bräuchten wir noch irgendwas, dass du so richtig gedemütigt in deinem Video wirst. Dass du irgendwie nachher so einen richtig hässlichen Hut anhast oder nein. sowas. Was haben wir denn noch für Sachen? Accessoires und Jacke. Oh, so eine Gucci-Jacke. Das ist die schlimmste Kategorie für dich, nur mal ganz nebenbei. Ja, rühr die beiden Dinger. Oh. Ja, das ist nur noch das da. Accessoire. Oh. Accessoire kann ja eigentlich alles sein, ne? Es bleibt alles so, wie es jetzt ist. Soll ich leicht oder wenig? Leicht oder doll. Wenig? Oh mein Gott! Bruh. Nein, ich hab's auch noch gesagt, du sollst doll drehen. Hättest du jetzt leicht gedreht, hättest du es nicht bekommen. Wer weiß das schon. Sind wir bei Jacke oder bei Accessoires? Bei Accessoires. Gott! Ja, es gibt auch teure Accessoires. Ja. Ja, warte, das ist ganz kurz. Bei Gucci wird man allerdings nichts Günstiges finden. Jetzt beruhige dich erstmal. Krass, es ist jetzt alles verkackt. Ich habe wirklich gehofft, dass ich. Jetzt werde ich. Es ist alles doof. Woman. Handtasche. Nee, du suchst doch schon los. Accessoires. Wo bist du jetzt? Scheiße! Wieso öffnet sich das nicht? Accessoires. Nur noch 34 Sekunden. Scheiße. Was ist das denn für eine Strumpfhose? Oh Gott, die ist richtig hässlich. $300 für eine Strumpfhose? Oh, ich nehm einfach die. $55. Select Size. Da steht $155, nicht 55. Warte, ich muss so schnell den Einkaufswagen legen. Nein. Ist drin. Ja, du hast noch 11 Sekunden. Vielleicht findest du was Günstigeres. Juli. Guck mal, die kosten aber alle so viel. 155, 155.
Oh, die wären günstiger gewesen. Okay, weißt du was? Ich riskiere es jetzt vollkommen. Wir lassen Gucci stehen. Nein. Doch. Du darfst beim letzten Drehen rein theoretisch nochmal Gucci kriegen. Du warst jetzt so lieb und ich hoffe einfach, dass alles Gute auf meiner Seite ist. Und echt jetzt? Ja. Weil die letzte Kategorie ist Jacke. Ja. Ich gehe einfach volles Risiko, das mache ich für euch. Du bist und dafür darf ich drehen. Okay. Boah, ich werde mich so selbst gleich vom Spiegel verprügeln, wenn ich jetzt nochmal auf Gucci kommen sollte. Wo ist Gucci? Wo ist Gucci? Das weiß ich gerade nochmal. Ich habe mich gerade selbst gehasst. Ich habe gerade gedacht, warum hast du das getan? Das wüsste ich auch gern. Aber jetzt ist ja gut. Aber guck mal, aber jetzt bin ich doch ein Ehrenmann, oder? Oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 139 Euro. Okay, das ist krass. Wahrscheinlich auch noch Versand. Für ein paar Socken, überlegt euch das mal, wie krank das ist. Oh, ich glaube, in meinem letzten Video durfte ich auch bei Kick mir eine Jacke aus. Nee, ich nehme auf jeden Fall hier diese Kunstlederjacke. Ich weiß nicht, ob die so geil zum Outfit passt, aber alles andere sieht ja, wirklich 12,99. Nicht so cool aus. Ja, dann können wir uns vielleicht sogar Versandkosten sparen. Ja. So, jetzt rechnen wir mal zusammen. Was kostet mich der Spaß inklusive Versandkosten, bitte? 224,86 Euro. Wie viel? 225 Euro. Ach Mann. Komm, das heißt, Daumen nach oben, dann trägt die Vivi in dem nächsten Video auf ihrem Kanal. Sondern das nächste Mal, wo wir das bei mir auf dem Kanal genau, wenn das ankommt, trägt sie dann das Outfit. Ja. Inklusive Gucci-Socken mit. Aua! Schaltet jetzt unbedingt bei der Vivi ein. Da haben wir nämlich einen Vlog gedreht, beziehungsweise sind wir sogar noch dabei und müssen euch da auch was berichten. Ja. Leider. Leider. Ja. Scheiße, Abfuck, Kacke. Ich hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Video ein und ich hoffe, ihr schaltet jetzt bei der Vivi ein. Und sonst verlinke ich euch die anderen Outfit-Videos. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habt eine wunderbare Zeit und bis dann. Tschüss. Ich schnapp euch.